Seit mehreren Jahren sind aus Moskau Klagen über die NATO-Osterweiterung zu hören. Das sei eine Bedrohung für Russland. Mehrere russische und auch schon sowjetische Regierungen wären von der NATO belogen und betrogen worden. Es wären Abkommen gebrochen worden. Und Präsident Putin hätte nun die historische Aufgabe, das wieder zurechtzuziehen. Stimmt das? Hat die NATO Abkommen mit Russland gebrochen und versucht, Russland einzukreisen? Das schauen wir uns im Folgenden mal an. Ich kann schon versprechen, es wird kompliziert, aber am Ende ganz einfach. Schauen wir uns hier zuerst mal die russischen Positionen an. Das sind im Wesentlichen drei. Zum Ersten, dass die NATO-Osterweiterung an und für sich eine Bedrohung für Russland darstellt. Zum Zweiten, dass während der Gespräche zur deutschen Wiedervereinigung dem damaligen sowjetischen Präsidenten Gorbatschow ein Versprechen abgegeben wurde, dass sich die NATO nicht einen Zoll nach Osten ausdehnen würde. Und zum Dritten, dass gegen den Willen Russlands und trotz Warnungen Russlands und trotz Klagen Russlands die NATO-Osterweiterung immer und immer unerbittlich vorangeschritten wäre. Wenn man sich diese drei Behauptungen dann betrachtet und mit den historischen Fakten vergleicht, kommt man zu folgendem Ergebnis. Erstens, das angebliche Versprechen an Gorbatschow während der Wiedervereinigung, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnen würde, hat es so nicht gegeben. Das ist ein Mythos, eine Erfindung. Zweitens, ja, es mag sein, dass Russland bzw. die russische Regierung die Ausdehnung der NATO oder die Erweiterung der NATO als eine Bedrohung wahrnimmt. Das ist allerdings eine subjektive Wahrnehmung und kein Fakt. Zum anderen muss man dazu auch sagen, dass eben diese NATO-Osterweiterung erfolgt ist, weil umgekehrt Russland als Bedrohung wahrgenommen wird. Wir haben es ja also mit zwei verschiedenen, aber in jedem Fall subjektiven Wahrnehmungen zu tun. Und drittens, die These, dass die NATO-Osterweiterung gegen den Willen und über den Kopf Russlands hinweg durchgezogen wurde, ist ebenfalls falsch. Es gab ein Abkommen und Russland hat dieser NATO-Osterweiterung implizit sogar zugestimmt. Die Fakten zu diesen drei Thesen schauen wir uns jetzt mal in historischer Reihenfolge an. Das heißt, wir beginnen 1990 bei den 2+4 Verhandlungen. Da wird gerne ein Zitat von James Baker, damals amerikanischer Außenminister, gebracht, dass die NATO sich nicht ein Inch nach Osten ausdehnen würde. Oder war es ein Meter? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, es war ein Inch. Dieses Zitat wird auf jeden Fall immer wieder gerne von Putin-Apologeten hervorgebracht. Und es stimmt, dieses Zitat gab es. Allerdings hatte es nichts mit einer NATO-Osterweiterung zu tun, sondern es fiel im Kontext der 2+4 Verhandlungen und betraf das Gebiet der Ex-DDR. Im Rahmen dieser 2+4 Verhandlungen gab es eine ganze Reihe von Verpflichtungen. Das war Voraussetzung dafür, dass Gorbatschow dem wiedervereinigten Deutschland als Gesamtstaat die Mitgliedschaft in der NATO zugestehen würde. Davor war die sowjetische Position, ein wiedervereinigtes Deutschland müsse neutral bleiben. Im Laufe der 2+4 Verhandlungen wurde deswegen vereinbart, dass zwar Gesamtdeutschland in der NATO sein dürfe, aber auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, also den heutigen neuen oder östlichen Bundesländern, dürften keine Atomwaffen stationiert werden, keine NATO-Hauptquartiere eingerichtet werden und keine ausländischen NATO-Truppen stationiert werden, also nur Truppen der Bundeswehr, keine amerikanischen, britischen, französischen oder sonstigen. Und an all diese drei Punkte hat sich die NATO auch gehalten. Es gibt bis zum heutigen Tag auf dem Gebiet der Ex-DDR weder Atomwaffen noch ausländische NATO-Verbände. Und genau in diesem Zusammenhang ist das berüchtigte Baker-Zitat gefallen, dass sich die NATO, ihre Truppen und ihre Struktur keinen Inch nach Osten auf das Gebiet der ehemaligen DDR ausdehnen würden. Überhaupt wurden im Rahmen der 2+4 Verträge eine ganze lange Liste von Vereinbarungen getroffen, die teilweise richtig kleine Details betreffen. Beispielsweise hat sich Deutschland verpflichtet, die Pflege sowjetischer Ehrenmäler auf dem Gebiet der DDR zu finanzieren. Und man darf diese nicht abbauen, verändern oder sonst wie beeinträchtigen ohne Erlaubnis der Sowjetunion bzw. des Rechtsnachfolgers Russland. Angesichts dieser detaillierten Vereinbarung würde es jetzt verwundern, wenn sich die sowjetische Regierung damals unter Gorbatschow und seinem Außenminister Schewardnadse bezüglich eines so großen, wichtigen Themas wie der NATO-Osterweiterung völlig über den Tisch ziehen lässt. Also die Pflege
Der Petunienbeete vor dem sowjetischen Ehrenmal wird vertraglich vereinbart, aber die Ausdehnung der NATO an die Grenzen Russlands, da hast du mir dein Wort gegeben, das passt schon. Ich trau dir, Bro, oder wie soll das gelaufen sein? Ja, natürlich, klar, logisch. Dementsprechend hat sich auch Gorbatschow selbst mehrfach geäußert, zum Beispiel 2014 und 2019. Quellen für die Zitate habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Er sagt eindeutig, dass diese niemals gegebene Zusage ein Mythos war. Und dass es zu dem damaligen Zeitpunkt auch überhaupt gar keinen Grund gab, über so etwas wie eine NATO-Osterweiterung zu verhandeln. Immerhin existierte der Warschauer Pakt noch und nur die DDR löste sich auf. Trotzdem hält sich dieser Mythos hartnäckig und wird von der russischen Führung unter Putin immer wieder vorgebracht. Jetzt bewegen wir uns zeitlich weiter zum nächsten Punkt, in die 90er Jahre. Die Sowjetunion ist Geschichte und in Russland regiert Präsident Boris Jelzin. Für diesen Zeitraum beklagt die Putin-Administration, dass die NATO die Schwäche Russlands ausgenutzt hätte, um sich gegen den Willen Russlands und trotz der Klagen Russlands immer und immer weiter nach Osten auszudehnen. Auch das ist falsch. Es gab ein Abkommen, nämlich die NATO-Russland-Grundakte von 1997. In diesem Abkommen wurden die Bedingungen für einen Beitritt weiterer Länder in Osteuropa zur NATO festgelegt. Zum Beispiel wieder, dass die NATO keine Atomwaffen in diesen Ländern stationieren dürfe und dass die NATO davon absieht, signifikante, also große Truppenverbände ausländischer Herkunft auf Dauer in diesem Gebiet zu stationieren. Und auch daran hat sich die NATO zumindest bis zum russischen Angriff auf die Krim gehalten. Wichtig ist jetzt noch, dieses Abkommen wurde vor dem Beginn der NATO-Osterweiterung abgeschlossen. Und zwar schon im Mai 1997. Erst einige Monate später, im Juli 1997, wurden den ersten späteren Beitrittskandidaten dann Verhandlungen angeboten. Und diese sind auch erst 1999 beigetreten. Wer es nachlesen möchte, auch den Text habe ich euch unten verlinkt. Die Fakten sind also eigentlich klar. Russland hat der NATO-Osterweiterung vorher schriftlich zugestimmt und wurde konsultiert. Es wurde ja damals auch der NATO-Russland-Rat für ständige Konsultationen eingerichtet. Warum leugnet Moskau dann dieses Faktum so hartnäckig, obwohl es so gut nachweisbar ist? Nun, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum Ersten, Boris Jelzin selbst war wohl nicht wirklich stolz auf dieses Abkommen, das er da unterzeichnet hat. Deshalb wurde es in der russischen Öffentlichkeit von Anfang an etwas verzerrt und modifiziert dargestellt. Jelzin konzentrierte sich im Wesentlichen darauf, hervorzuheben, welche Zusagen er der NATO abgerungen hatte. Keine Atomwaffen, keine Truppenstationierung. Dass er damit implizit der NATO-Osterweiterung zugestimmt hatte, das wurde schön unter den Teppich gefegt. Zum Zweiten, und wir bleiben bei der Person Boris Jelzin, wird immer wieder von Putin-Apologeten hervorgehoben, dass Putin, also die heutige russische Regierung, sich ja nicht unbedingt an dieses Abkommen gebunden fühlen müsse. Schließlich sei dieser Jelzin ja immer betrunken gewesen. Und Russland sei damals schwach gewesen und deswegen seien diese Verträge sowieso irgendwie ungerecht. Allerdings hat Putin selbst noch 2004, nach dem Beitritt der baltischen Staaten zur NATO, die immerhin ehemalige Sowjetrepubliken waren, noch öffentlich gesagt, dass die NATO-Osterweiterung keine Gefahr für die russische Sicherheit wäre. Und auch sein Außenminister Lavrov, der schon damals im Amt war, hat 2005 noch ausdrücklich bestätigt, dass selbstverständlich alle mittelosteuropäischen Staaten, übrigens auch die Ukraine, ihr Bündnis frei wählen dürften, ohne dass sich Russland dadurch in irgendeiner Art und Weise bedroht fühlt. Und weil das fast schon unglaublich klingt, habe ich Quellen für diese Zitate natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit kommen wir schon zum letzten Punkt, die wahrgenommene Bedrohung. Wie wir eben gehört haben, hatte die Moskauer Führung noch 2004, 2005 öffentlich kommuniziert, dass eine solche Bedrohung nicht existieren würde. Und seitdem hat sich die NATO auch nicht wirklich weiter nach Osten ausgeweitet, sondern eher nach Südosten. Die neuen Beitrittskandidaten waren eher auf dem Balkan zu suchen. Was hat sich also geändert? Man kann jetzt da zwei Ansätze verfolgen. Entweder hat Putin nach wie vor eine solche Bedrohung überhaupt nicht gesehen, sondern sie nur zu propagandistischen Zwecken gegenüber dem eigenen Volk behauptet. Um mit einem gemeinsamen äußeren Feind von inneren Problemen abzulenken
und um das eigene Volk in Angesicht des übermächtigen Gegners enger zusammenzuschweißen. Das nennt man den Rally Round the Flag-Effekt. Die andere Möglichkeit, die man auch nicht ausschließen kann, wäre, dass Putin tatsächlich in der Präsenz der NATO eine Bedrohung gesehen hat für seine Politik. Denn die hatte sich nach 2004 durchaus verändert. Russland ging nach 2004 nämlich im näheren Umfeld deutlich aggressiver gegen Nachbarländer vor. Da gab es den Georgienkrieg 2008, es wurden Aufstände in Kasachstan niedergeschlagen mit Hilfe russischer Truppen und nicht zuletzt war da dann 2014 noch der Angriff auf die Krim und das Lostreten eines Bürgerkrieges im Donbass. Und für diese Politik stellte die NATO durchaus ein Hindernis dar. Auf die neuen NATO-Staaten konnte Putin nämlich keinen Einfluss mehr durch Bedrohung nehmen, weil sie sich sicher fühlten. Ob man Moskau jetzt glaubt, dass Putin die NATO wirklich als Bedrohung gesehen hat oder das Ganze für eine reine Propagandashow hält, das bleibt im Grunde jedem von euch selber überlassen. In Putins Kopf kann man nicht reinschauen. Zuletzt ist aber noch zu sagen, dass Bedrohung auch keine Einbahnstraße ist. Der Fakt nämlich, dass die NATO sich immer weiter nach Osten ausgeweitet hat, beziehungsweise genauer gesagt, dass ihr neue osteuropäische Staaten beigetreten sind, speiste sich ja nicht zuletzt eben daraus, dass diese Staaten unter den Schirm der NATO geflüchtet sind, weil sie sich vor Russland nicht sicher fühlten. Das kann man am besten am Beispiel von Schweden und Finnland sehen. Zwei traditionell neutrale Staaten. Das letzte Mal, dass Schweden in den Krieg gezogen ist, war noch gegen Napoleon. Und diese geben jetzt ihre Neutralität auf, weil Russland sich so zunehmend aggressiv gebärdet. Das heißt, Putin erreicht mit seiner Politik im Grunde genau das Gegenteil von dem, was er erreichen wollte. Die NATO wird stärker, nicht schwächer, je aggressiver Russland sich gebärdet. Das war's dann schon mit diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich antworte gerne. Bis zum nächsten Mal.